So, dann kommt jetzt also anscheinend eine so komische Todesfabrik, in die ich zwar eigentlich gar nicht rein wollte, aber wenn ich jetzt schon mal da bin, dann mache ich es halt einfach. Wie das Grey, was ist denn das für eine Bezeichnung? Ich sehe nichts. Ach, das ist ein geklontes Statesman Hotel. Moment mal. Ist aber gar nicht diese Fabrik anscheinend. Offenbar wurden die Kings massakriert. Wer passt jetzt auf Freeside auf? Hau ab! Ja, mal so ein falscher Untertitel. Hey, nee. Und wird jetzt irgendwer feindlich dadurch? Anscheinend noch nicht. Du kannst mich mal mit deinem Karma verloren. Das Karma-System ist eh für den Popo. Sehen, wenn sie eigentlich schlafen. Offenbar schaltet der Krieg einen Gang höher. Man hört, dass die RNK Elite-Truppen ankarrt. Das wird denen von der RNK nichts bringen. Was? Oh nein, da kommt jemand. Danke. Ein totaler Flüschelbüschelkopf. Ach so, der da hinten. Gibt's hier irgendwas Sinnvolles? Wahrscheinlich nicht, oder? Was ich nämlich wirklich bräuchte, wäre eine Möglichkeit, meinen verdammten Ruf zu verbessern. Wenn mir die bei dem Mick and Ralphs wieder mit mir reden wollen. Schon mal den Turm auf dem Strip mit voller Beleuchtung gesehen? Sieht man meilenweit. Von hier komme ich. Mal sehen, ob es da oben noch was gibt. Es ist alles so riesig. Es gibt aber nur anscheinend hunderte von geklonten NPCs. Was in diesem Spiel irgendwie normalerweise so ist. Also standardmäßig. Dass es immer geklonte NPCs überall gibt. Einfach hunderte von generischen Bewohnern. Die praktisch alle gleich sind. Keine Funktion haben. Ich weiß nicht, ob es hier möglich ist, Bronkorkenminen herzustellen. Wahrscheinlich nicht, aber ich sammle das Teil einfach trotzdem. Boah, das Gebäude bringt's aber. Das war alles, was es hier gibt. Na toll. Howdy. Boah, ey. Vegas ist ganz einfach nie was los. Mal sehen, wie viele 200 Fallen es hier in der Gegend gibt. Da ist irgendwas, oder? Aber keine Ahnung was. Ich gehe einfach mal da rein. Mal sehen, wie schnell ich tot bin. Das ist mal kein Gegner in unmittelbarer Nähe.
sollen denn hier Fallen sein? Na, jetzt kommt was. Komisch, Minenfeld. Na toll! Kommt so ein verdammter Blecheimer. Durchgedrehter Mr. Handy WTF. Ey, nee, das heißt also... Na klar, habe ich zu spät gesehen. Dass irgendwo anders auf einer höheren Ebene von dem Dungeon eine Falle losgegangen ist, so ein Mist. Na toll. Ach so... Weil ich natürlich nicht diesen Vault-Overroll habe, mit dem man in Fallout 3 praktisch startet. Also den man da ganz am Anfang kriegen kann. Ja super, jetzt hat sich das mal auf ihn wieder unsichtbar gemacht. Rechnet ja keiner mit. Ey, ich geb's dir, du! Ey, ich geb's dir! Da ist noch so ein Teil. Können natürlich auch überall noch Fallen sein. Ist das Terminal eine Falle? Ja, keine Rückseite. Aber ich lese es jetzt natürlich nicht alles durch, was da steht. Hätte ich ja viel zu tun. Wahrscheinlich eh alles Stereotyp. Ach nee, komm her, was auch immer du bist. Dieses nicht rauszoomen können, zuckert doch einfach nur. Was bist du? Ach, ein Idiotenhirn. Ich habe bald keinen solchen Mais mehr übrig. Wann kommt das Idiotenhirn endlich? Sagt ja voll ewig. Spatsch, 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 spatsch. Och du Nerver. Ach, das war so ein Teil. So ein nerviger hängender Fehlerbalken. Bei dem es voll aufregt, dass man den nicht einfach ausschalten kann. Schon wieder verstrahlt. Ich geb dir, du Idiotenhirn. Komm. Verdächtiges Terminal. WTF. Toll, das bringt mir ja ganz viel. Ach, was soll's. Ich wollte eigentlich eher die ganze Zeit zum Cäsar und nicht hier irgendwo rumdödeln. Das heißt, da ich schon wieder nur noch wenig Striche habe, geht's erst nochmal nach Freeside und neue holen. So sinnvoll, ey.
Es gibt keinen NPC, der eine Funktion hat, wenn du mich fragst. Die 50 so stereotype geklonte Bewohner von Nordvegas. Vor allem der Zuschauer wird mittlerweile eingeschlafen sein, weil ich hier nur rumlatsche. Hier ist ganz einfach nichts los. Hier kann nie was los sein. Immer wieder. Wir haben Sachen, die manchmal. Warum ich überhaupt nur Vegas spiele? Weil es ist alles obervermurkst. Und einschläfernd. Und für den Fall, dass der Zuschauer das schon wieder vergessen hat, sage ich nochmal. Mehr Monster-Mods können hier auch nichts richten. In Skyrim können sie das, selbst wenn es dadurch instabil wird. Aber nur Vegas kann überhaupt nicht gerettet werden. Beziehungsweise es könnte gerettet werden, wenn es ein Requiem vor der Mojave Desert gäbe, dass man ihn Fallout 3 spielen kann. Also wo man mit einer Fallout 3 Engine diese ganzen Gebiete besuchen kann, aber geht ja nicht. Sondern stattdessen war man so gurkensinnlos und hat es genau andersrum gemacht, obwohl niemand diese Drecks-Engine haben will. Also dieses Requiem vor Capital Wasteland fasse ich nicht an. Wenn ich Fallout 3 spielen will, dann mache ich das mit der Fallout 3 Engine. Wie schon gesagt, ich würde das hier auch überhaupt nicht anfassen. Wegen der eben verbuggten Engine. Wenn es mir nicht um die Videos gehen wird, die der Welt zeigen werden, wie absolut überhaupt nicht nur Vegas geht. Ich meine, da bin ich mit Sicherheit der Einzige, der sowas macht. So eine, in Anführungszeichen, Videolehrreihe. Und hier hat einer unsichtbare Bastardwände eingebaut. Stimmt's? Oh, ihr könnt mich am Arsch lecken. Wenn Invisible Wall Remover so funktionieren wird, wie es soll, dann müsst's mich da durchlassen. Ich will kein Gepinsel hören. Wenn da keine unsichtbare Wand wäre, dann hätte ich jetzt auch nicht cheaten müssen. Aber ich sehe es nicht ein, da außen rumlaufen zu müssen, wenn man da ganz klar und eindeutig drüber klettern kann. So einfach ist das. Das sind ganz einfach keine unsichtbaren Hindernisse, da kann man durch. Gurkenprogrammierer kann man ja überhaupt nicht sein. Also wenn ich jemals irgendeinen Ego-Shooter programmiere, dann werde ich dieses Satans-Werkzeug, das sich unsichtbare Wände nennt, aber niemals verwenden. Sondern ich hätte noch Prinzipien im Gegensatz zu manchen Programmierern. Ich würde es so machen, dass wenn ich nicht in der Lage bin, eine gescheite Barrikade zu designen und einzubauen, dann darf man da halt ganz einfach durch. Also entweder baut man da eine Barrikade ein, die auch wirklich wie eine aussieht und wo es offensichtlich ist, dass es nicht durchgeht. Also zum Beispiel eine solide Mauer, wie das, was hier ist. Obwohl da oben drüber wahrscheinlich auch unsichtbare Wände sind, wenn man es irgendwie schafft, so hoch zu kommen. Also entweder baut man da eine richtige Mauer oder der Spieler kann halt gottverdammt nochmal durch. Aber so vorgaukeln, als könnte man durch und dann aber zu sagen, nee, da ist jetzt eine unsichtbare Mauer. Sowas ist nicht. Und
Im Fallout 3 Aimbot-Modus habe ich zumindest in der normalen Außenwelt. Hier ganzen unsichtbaren Bastard werden da auch schon entfernt. Aber in diesen DC-Gebieten noch nicht überall. Und teilweise wird das Spiel auch debalancieren, wenn man dann aus der Karte rausklettern und von da aus alles absnipern könnt, weil einem nichts aus der Karte rausfolgt. Also die Gegenden, wo man wirklich nicht hinkommen soll, die können von mir aus durch unsichtbare Wände abgesperrt sein. Aber wenn man wo lang können muss, dann nicht. Spiel werden solche Vollbugs nämlich natürlich nicht geduldet. Boah, ich hab schon gedacht, dass hier jetzt auch wieder so eine unsichtbare Fehlerwand wäre. Aber guck mal, wie riesig das Video schon wieder ist. Deshalb werde ich jetzt schon wieder ein neues beginnen. Also 10, 9, 8...